Erkenne jetzt alle Anteile in dir. Ich begrüße dich von ganzem Herzen hier an unserem blühenden Kraftort, diesem Ort der Blumen, der Pflanzen, der Bewusstheit, nicht der Illusionen, sondern der Wirklichkeit. Und hier fühle ich mich dem Himmel ganz nah, hier fühle ich mich im Himmel und eins mit dem Himmelreich, die Ganzheit in Gott. Gott ist in uns, ein Bruder ist alle Brüder. Sich diese Floskeln immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Ein Bruder ist alle Brüder, eine Schwester ist alle Schwestern. Ich sage ganz gerne auch noch Schwester dazu, denn es fühlt sich stimmig an. Und kennen wir denn alle Anteile in uns? Und das ist das Thema heute in unserem Satsang, deiner Rückerinnerung an deine Wahrheit. Schließ jetzt einfach mal die Augen und lass dich fallen in diese Stille, in dieses Ruhigsein. Du darfst ruhig so sein. Keine Erwartungen mehr an dich. Keine Erwartungen an die Welt. Du darfst jetzt einfach ruhig so sein. Und ich lese heute aus dem Kapitel 5 in Ein Kurs in Wundern für dich das Thema Lehren und Heilen. Erkenne alle Anteile in dir. Das, was die Angst verborgen hat, ist trotzdem noch ein Teil von dir. Sich der Sühne anzuschließen, sich dem Neuen, dem Göttlichen, dem transformierten Denken anzuschließen, ist der Weg aus der Angst heraus. Der Heilige Geist, der geheilte Anteil in dir, der heilige Anteil, der nicht veränderte, nicht abgespaltene Anteil in dir, wird dir helfen, alles, was du als furchterregend wahrnimmst, neu zu deuten. Der Heilige Geist wird dich lehren, dass nur das Liebevolle wahr ist. Die Wahrheit liegt jenseits deiner Fähigkeit, sie zu zerstören. Aber völlig innerhalb deiner Fähigkeit, sie anzunehmen. Du, der du dich als Körper, als Persönlichkeit wahrnimmst und selektiv da draußen die Welt wahrnimmst. Du kannst die Wahrheit nicht zerstören, auch wenn du dich jetzt als abgespaltener Anteil siehst. Die Wahrheit bleibt immer die Wahrheit. Ein Geist, eine Quelle, eine Liebe, ein ewiges Leben ohne Urteil. Wir können die Wahrheit nicht zerstören, egal wie sehr sich das Ego auch bemüht. Die Wahrheit kommt immer ans Tageslicht. Das, was die Angst verborgen hat, ist trotzdem noch ein Teil von dir. Die Wahrheit, das Heilige, das Geheilte ist immer in dir. Und selbstverständlich wollen wir diese Wahrheit, diesen wahren Anteil in dir
ans Tageslicht bringen. Und das ist die Aufgabe in unseren Satsangs jetzt im Februar, am 18. Februar in Kislek. Entschuldigt bitte, ich habe immer Kislek gesagt. Und dann habe ich den Hinweis bekommen aus der Community, Simone, das heißt Kislek. Okay, jetzt habe ich es gelernt. 18. Februar, Kislek im schönen Allgäu. Und dann natürlich am 4. 5. März im wunderschönen Schwabenland, inmitten der Weinreben im Landgut Burg. Bitte sichere dir jetzt deinen Platz der Wahrheit und wir werden mit ganz viel Freude unsere Wahrheit feiern. Du bist ganz, ganz herzlich dazu eingeladen und du wirst spüren, wie es dich überrollt, wenn du plötzlich das, was du sorgfältig mit deiner Angst zugedeckt hast, in dir jetzt erscheint. Das Licht, die Liebe, die Leichtigkeit, die Lebensfreude. Leicht leben lohnt sich. Wir hören das immer wieder, denn immer wieder nutzt das Ego natürlich seine Chance und sagt sich, irgendwie kriege ich meinen Menschen schon klein. Und dann bringt das Ego dich wieder aus dem Konzept. Und hier steht im Kurs: Was das Ego macht, behält es für sich selbst. Und somit ist es ohne Kraft. Das Ego teilt seine Existenz nicht mit anderen. Das Ego stirbt nicht. Es ist einfach nie geboren. Die physische Geburt ist kein Anfang, sie ist eine Fortsetzung. Bitte nimm das mal zur Kenntnis, schließ mal die Augen. Die physische Geburt, wenn ein kleines Baby in dieses Klassenzimmer kommt der Lernenden, ist es kein Anfang, es ist eine Fortsetzung. Der Geist kommt bereits aus seinen Vorinkarnationen hierher und schreitet einfach fort in seinem So-Sein. Es ist also kein Neugeborenes, sondern ein Fortgeschrittenes. Der Körper, die Materie, der ist neu. Der wurde neu geformt als Erfahrungsinstrument. Der Geist ist ewig und nutzt jetzt einfach, träumt ein neues Erfahrungsinstrument. Alles, was fortdauert, wurde bereits geboren. Es wird sich nehmen, es wird sich vermehren. Wenn du bereit bist, den ungeheilten Teil deines Geistes dem höheren Teil zurückzugeben und ihn ungeteilt der Schöpfung zurückzugeben. Möchtest du jetzt dein Ego transformieren und wandeln? Dein Ego, deinen abgespaltenen Geist an die Schöpfung zurückgeben, auf dass du dich wirklich wieder in der Einheit als ein Ganzes fühlst? Das ist Erwachen. Das ist Erwachen. Und du hast jetzt die Möglichkeit zu erwachen. Und auch wenn dein Ego sagt, jetzt gerade nicht. Jetzt müssen wir erstmal den neuen Job angucken. Jetzt müssen wir erstmal in unserer Beziehung klarkommen. Jetzt müssen wir erstmal nach den Kindern schauen. Lass dich nicht drauf ein. Auf diese unbedeutenden Ego-Spiele. Du hast die Last von Ideen getragen, die du nicht mit anderen teilst und die zu schwach sind, um sich zu mehren. Nachdem du sie aber gemacht hattest, die Ideen und die Illusionen, war dir nicht klar,
wie du sie auch wieder aufheben konntest. Du kannst deine vergangenen Fehler nicht alleine auslöschen. Sie werden nicht aus deinem Geist verschwinden, ohne die Sühne, das Heilmittel des korrigierten Denkens. Bist du bereit, korrigiert zu denken? Sehr, sehr gerne. Begleite ich dich dabei, komm in die Community, komm in die Satsangs. Das korrigierte Denken ist dein Weg ins Licht. Ich bin sehr glücklich und auch sehr berührt immer wieder, wenn wir beieinander sind und genau dieses Erwachen erfahren in uns. Wir sind eins. Schließe die Augen und korrigiere dein Denken. Von der Angst zur Liebe, von der Lähmung der Traurigkeit in die Freude, vom Verzagen in die Glückseligkeit. Ich freue mich auf dich und aus unserer traumhaft schönen Blumenwiese schicke ich dir Frühlingsgrüße in dein Zimmer, auf das wir alle jetzt aufwachen. Alles Gute für dich und Namaste. Die Angst ist nur eine Illusion.